Tada! Gleich geht es los mit dem Garngeplauder von Dornröschenwolle hier aus dem schönen Atelier in Nienburg an der Weser. Dort warten all die schönen handgefärbten Stränge auf dich und du kannst durch den Dornröschenwolle-Shop stöbern und dir deine Schönheiten aussuchen. Und gleich starten wir mit all den Neuigkeiten. Hallo und herzlich willkommen zum Garngeplauder von Dornröschenwolle. Schön, dass du wieder reinschaust in das Garngeplauder. Und wenn du das erste Mal dabei bist, dann herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, ich bin Christine und ich betreibe das Dornröschenwolle Atelier, den Dornröschenwolle Online-Shop. Und das schon viele Jahre und es macht immer noch mega, mega Spaß. Und ich freue mich sehr, dass ihr vorbeischaut, reinschaut, euch interessiert. Und deswegen lasst uns starten mit dem Garngeplauder. Ich habe wieder was vorbereitet hier so um mich rum. Liegt ganz, ganz viel. Naja, ganz viel. Ganz, ganz viel liegt in den Regalen, finde ich. Aber so ein bisschen was habe ich vorbereitet heute. Und ja, vielleicht hast du es schon bemerkt, dass es jetzt zum Mittwoch auch ein kurzes Video gibt. Aber es wird wirklich ein kurzes sein. Ich habe gedacht, dass es nochmal so nett ist, so einen kleinen Gruß aus der Färbeküche zu bekommen, immer nochmal so Mitte der Woche, also Mittwoch sozusagen. Und mal gucken, wie sich das einpendelt, ob das gut ist oder nicht. Das lohnt sich einfach mal auszuprobieren. Ich würde deine Meinung dazu natürlich auch gerne wissen. Das Garngeplauder wird aber trotzdem am Freitag, also zum Wochenende, da bleiben. Und auch der Newsletter, der große Newsletter, kommt zum Freitag. Dornröschenwolle Newsletter. Du kannst den abonnieren und dann bekommst du all die Neuigkeiten direkt schriftlich und super schön in dein Postfach. Ich packe mal den Link zur Newsletter-Anmeldung auch hier drunter. Dann kannst du das machen, wenn du magst. Und kannst einfach das per Mail nochmal lesen. Da ist auch der Link zum Video immer drin. Und ja, ganz, ganz viel eben schöne Fotos und du kannst einfach gucken und alles, was ich so erzähle, also gewöhnlicherweise das, was ich erzähle, manchmal noch was anderes, kommt drauf an, findest du da auch. Und dann kannst du einfach direkt hinklicken. Das ist vielleicht auch ganz schön. Also, wenn du magst, melde dich zum Newsletter an und Mitte der Woche, also zum Mittwoch, denke ich im Moment oder habe ich geplant, wird es nochmal so einen ganz kurzen, wie so eine Postkarte geben. Also, Mittwochs eine Postkarte. Und als E-Mail und zum Freitag ein Brief, also ein Newsletter. So ist der Plan. Mal gucken. Man muss ja solche Dinge ja immer ausprobieren und dann muss ich gucken, wie das mit der Zeit hinkommt und gucke einfach mal auch nochmal, wie es euch gefällt. Dafür bin ich echt dankbar um jedes Feedback, einfach nur mal zu hören, wie es bei euch so ankommt. Weil ich kann mir ja hier in meinem schönen Atelier ganz, ganz viel ausdenken. Wenn ihr es nicht mögt, dann ist es auch ein bisschen, ja, überflüssig sozusagen. Naja, vielleicht nicht ganz. Auf jeden Fall habe ich ganz viel mitgebracht, habe ich schon erzählt. Und lasst uns einfach starten. Ja, ich habe fertig gestrickt. Zwei Pullover mit Fäden vernähen und Baden. Und einer davon ist schon verschenkt. Und zwar ist das der Roundabout-Pullover, den ich für meine Tochter gestrickt habe. In diesem schönen, ich weiß nicht mehr, wie die Farbe heißt. Und damit wir wissen, wovon ich rede, zeige ich es euch gerade jetzt mal. Ich habe am Dienstag schon so einen kleinen Einspieler aufgenommen, dass ich den einfach jetzt so dazwischen schieben kann. Und dann könnt ihr einfach mal gucken und euch den Pullover anschauen, den ich für meine Tochter gestrickt habe. Und wenn das fertig ist, das ist nur kurz, dann sehen wir uns gleich hier wieder. Also bis gleich. Ja, ein kleines zwischenaufgenommenes Video vom Dienstag. Es ist Dienstag und ich habe heute einen Haarschneidetermin. Und zwar gleich in um die Ecke in Hemmingen, wo ich früher gewohnt habe und wo jetzt noch meine Tochter ist. Und da nehme ich ihr diesen Pullover mit. Der ist fertig, der ist gewaschen, das heißt, der hat gebadet. Und alle Fäden sind vernäht, was ich ganz großartig finde. Und der ist ein Kuscheltraum. Richtig, richtig schön. Ich mag ihn sehr. Und es gibt für diesen Pullover, also es ist ein Roundabout von Nicolor. Ich bin ganz gespannt, wie er ihr passt, aber ich bin relativ sicher, dass das gut gehen wird. Und schön, oder? Ach ja. Und die Roundabout-Strickanleitung geht einfach für jedes Garn, eben auch für diese Big Suri Fluff, die es ja im Dornröschenwolle-Shop in verschiedenen Farben gibt. Also geh ruhig mal stöbern, wenn du sowas auch stricken willst. Das lohnt sich. Da ist wirklich, wirklich richtig schön. Und ich hoffe, sie freut sich gar sehr. So sieht er aus. Toll, oder? Genau, habe ich ihr gestrickt. Nehme ich jetzt gleich mit, wenn ich
sie besuchen fahre. Unter anderem, was nimmt man sonst noch so mit als Mutter? Hier und da ein bisschen was. Selbstgemachtes Kimchi zum Beispiel nehme ich heute mit und bringe ihr das rum. Und eben auch diesen schönen Pullover. Genau. Ja, das ist er und schon verschenkt. Der Roundabout-Pullover aus der Big Suri Fluff für meine älteste Tochter, die ein wenig kleiner ist als ich. Also von daher denke ich, der wird passen. Und ich zeige euch gerade mal die Big Suri Fluff. Es sind ein paar Farben da und es sind in der Färbeküche gerade noch welche. Die werde ich nachher gleich noch auswaschen und auf die Leine hängen. Die gibt es dann in der nächsten Woche. Also da gibt es frische Farben auf der Big Suri Fluff. Die Farben, die es jetzt gibt, sind auch mega schön. Vielleicht ist deine ja schon gerade dabei. Es lohnt sich wirklich, einen Pullover daraus zu stricken, weil der einfach so kuschelig und total leicht ist. Ich habe für den Pulli für meine Tochter, den habe ich gestrickt mit 4,5 Nadeln. Und ich habe keine 300 Gramm dafür gebraucht. Nun stricke ich wahnsinnig locker. Das muss man noch dazu sagen. Und wir sind alle nicht groß. Also sie ist irgendwie keine 1,60, 1,50. Und von daher ist sie, also man braucht halt, und sie wollte den kurz haben. Und ich brauche dann halt einfach dementsprechend weniger Wolle. Wenn ihr jetzt in der Familie oder wenn du dir einen Pullover stricken möchtest und du bist eher 1,80, dann brauchst du sicher ein Knäuelchen mehr. Bei Leuten, die eben so bisschen lüttiger sind, so wie wir, ist das einfach so, dass man dann einfach weniger Wolle braucht. Und ich zeige dir gerade nochmal, also es gibt das in so wunderbar Natur, das ist so mega flauschig, das ist weicher als Mohair, pixelt überhaupt nicht, ist total kuschelweich und wirklich, wirklich ein Traum. Die Zusammensetzung ist 74% Suri-Alpaka, 22% Schurwolle und 4% Polyamid, den braucht es, um den Faden stabil zu halten, das Poly. Und ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich ein Kuscheltraum und so, so schön. Ich habe daraus, also aus diesem Natur, jetzt schon zwei Pullover gestrickt. Einen für meine jüngste Tochter, einen für die Freundin meines Sohnes. Und dann eben jetzt diesen Pullover für meine Tochter und diesen roten, den habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr irgendeins meiner Videos, da habe ich ihn immer mal an. Der ist auch so, so schön, den trage ich so gerne. Der ist auch aus der Big Suri Fluff. Und das wird nicht mein letzter Pulli daraus sein. Die sind wirklich, also es strickt sich toll, es trägt sich toll und es ist einfach wirklich ein Kuscheltraum. Also es gibt es in Natur. Und ich zeige euch einfach nur mal so ein paar Farben. Dann gibt es hier dieses wunderbare Flieder. Das heißt Zartlila. Es ist wirklich schön. Dann haben wir hier einmal diesen Farbton. Das ist Bestes Grün. Den mag ich auch sehr. Es ist ein kühles Grün, also wenn dir das steht, wirklich, wirklich schön. Dann haben wir hier so ein zartes Blau, das da heißt Zartblau. Genau. Und es hat immer so Schattierungen mit da drin, sodass du einfach gucken kannst. Ja, das macht es einfach noch ein bisschen lebendiger. Und einmal hier diese wunderbare Farbe. Das ist Elfchen. Und ja, finde ich auch total schön. Das ist die Big Suri Fluff. Wie gesagt, ich habe es mit 4,5 Nadeln gestrickt und es ist wirklich schön geworden. Er passt ihr übrigens. Ich war ja am Dienstag da und habe ihr den direkt mitgebracht und er passt ihr, der Pulli. Und ja, es ist total schön zu sehen, dass sie ihn total gern hat und einfach, ja klar, gerne anzieht. Ich habe den extra vorher nochmal gebadet und richtig in Form gezogen, trocknen lassen. Das mache ich immer so. Das macht es dann nochmal ein bisschen schöner. Also so ein, es lohnt sich schon, so ein gestricktes Stück einfach hinterher noch einmal so dem nochmal so ein Entspannungsbad zu gönnen und es wenigstens in Form gezogen trocknen lassen. Du kannst das natürlich auch blocken, richtig vernünftig und ordentlich. Das machen Menschen und das ist auch wirklich, es lohnt sich wirklich, sieht immer besser und immer ein bisschen schöner aus. Und du kannst es natürlich auch, wenn du so eine Puppe hast, dann darauf noch zu Ende trocknen lassen. Also man kann da ganz viel schöne Sachen mitmachen mit so einem fertigen Stück, dass es noch ein bisschen schöner aussieht. Ja, also ihr Pullover, den hat sie. Ja, was gibt's noch? Was habe ich euch noch mitgebracht? Der Pulli, den ich anhabe vielleicht, kann ich ja noch mal erzählen. Der ist auch ein Roundabout-Pullover. Also so unterschiedlich können die aussehen. Da habe ich einfach hier dieses Bündchen, was auch an den Ärmeln und auch unten am Bauch ist, dran gestrickt. Das ist irgendwie auch ganz einfach, weil ich einfach mit den verschiedenen Farben rechte und linke Maschen abgewechselt habe. Das ist total einfach und ich finde es sehr effektvoll. Und total schön spart man sich die Kette, weil es einfach schon so schön ist im Pullover. Und habe da einfach noch so ein paar Linien reingestrickt, Streifen reingestrickt. Der Rest ist dann einfarbig von dem Pulli.
Und ja, ich finde, der ist frühlingsfrisch, total schön. Das Garn, was ich benutzt habe, das ist die Merino de Arles. Und die habe ich schon länger im Programm. Also die gibt es schon länger bei Dornröschenwolle. Und ich habe mir gedacht, ich muss da irgendwas Schönes draus stricken, irgendwas für mich. Und dann habe ich mir diesen Pullover gestrickt und das habe ich wirklich gut gemacht. Also das ist wirklich eine weise Entscheidung gewesen, weil sich die Wolle einfach total schön strickt und auch wirklich gut trägt. Also es ist ja auch immer schön, wenn man das hat, was man einfach gerne anzieht am Ende und nicht irgendwas, was man nur gerne anguckt und was Spaß macht beim Stricken. Also der Pullover ist wirklich, wirklich nice. Und davon gibt es ganz viele schöne Farben im Dornröschenwolle-Shop. Also alle, die Rosy Green im Angebot hat, kannst du da bestellen. Und ich habe dir einfach mal ganz viele mitgebracht, damit das Video schön lang wird. Ich hoffe, du hast dir was Leckeres zu trinken gemacht, dass sich das lohnt. Also vielleicht einen leckeren Großtasse Tee, einen schönen Cappuccino oder Lupinenkaffee. Für mich bitte Lupinenkaffee mit Kakao. Habe ich nicht hier, trinke ich gleich, wenn ich zu Hause bin. Mache ich mir das gemütlicher und trinke ein schönes Tässchen Lupinenkaffee, während ich das Video bearbeite und den Newsletter schreibe, sodass ihr den am Freitag gleich haben könnt. Heute ist nämlich Donnerstag und ich habe jetzt heute vorher schon, vielleicht interessiert euch das, den ganzen Tag Wolle fotografiert, Stränge gedreht, etikettiert und alles schön in den Online-Shop geschoben. Der ist ja neu, der neue Online-Shop. So langsam gewöhne ich mich auch im Backoffice sozusagen dran, dass es einfach anders ist und schöner. Also ich mag es einfach wirklich sehr. Es ist ein bisschen eine Umgewöhnung im Moment, aber das lohnt sich so. Also es ist wirklich, ja, so ein paar Funktionen vermisse ich vom Alten. Das ist ja immer so, wenn man was Neues bekommt, dass man denkt, oh, das war besser beim Alten. Zum Beispiel kann der jetzt gerade nicht mehr die Stückzahl der Wollstränge anzeigen. Also ich fand das total schön, dass man mal sehen konnte, wie viel sind dann davon noch da. Da kann ich jetzt nur einstellen, dass es noch ganz viele sind, nur noch ein bisschen oder ausverkauft ist. Und ja, ist halt so. Das ist eben so, wenn man es nicht komplett selber programmiert, was ich eben nicht kann. Und deswegen mit diesem Shop eigentlich sehr, sehr glücklich bin. Ja, dafür hat es halt einfach ganz, ganz viele Vorteile. Die PayPal-Anbindung funktioniert jetzt wieder richtig gut. Und also das sind einfach so die technischen Sachen. Und ich finde, es sieht einfach auch viel, viel ansprechender aus. Es ist auf den Mobilgeräten einfach auch schöner zu sehen. Und ja, es macht Spaß, damit zu arbeiten jetzt. Und da findest du in dem Dornröschenwolle Online-Shop, bevor ich euch jetzt noch ganz, ganz viel von meiner Arbeit hier so rundherum erzähle, kommen wir doch wieder zur Wolle. Da findest du die Merino de Arles. Die Merino de Arles ist ein wunderbares Bio-GOTS-zertifiziertes Bio-Wollgarn aus der französischen Wanderschäferei. Das ist eine ganz alte Tradition in Frankreich, die Schafe so zu halten und dann eben diese Merino-Wolle von diesen Merino de Arles-Schafen zu scheren und so weiter zu verarbeiten. Und ich finde einfach allein, das ist ja schon eine feine Sache, dass da so eine alte Tradition einfach weitergeführt wird, aufrechterhalten wird. Durch diese GOTS-Zertifizierung kann man einfach sicher sein, dass es allen gut geht in der ganzen Lieferkette sozusagen bis zu deinen Stricknadeln. Also das geht damit los, dass die Schafe gut gehalten werden, dass die Menschen, die damit zu tun haben, der Schäfer, die Spinnerei, alle, dass die einfach gut fair bezahlt werden, dass es einfach ein fairer Herstellungsprozess ist. Und da gibt es so ein wirklich, wirklich schwierig zu bekommendes GOTS-Siegel. Also man muss das wirklich alles gut erfüllen. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass ich diese GOTS-zertifizierten Bio-Merino-Wollgarne von Rosy Green Wool und auch von BC-Garn hier mit im Shop habe und du das einfach mit bestellen kannst. Und da gibt es auch richtig, richtig schöne Farben. Also das Garn hat eine Lauflänge, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, von 200 Meter auf, von 400 Meter auf 100 Gramm, von 200 Meter auf 50 Gramm. So, das heißt, es sind 50 Gramm Knäulchen, also man kann sich's gut einteilen. Wenn du also einfach nur so ein bisschen was brauchst, musst du nicht gleich einen ganzen 100 Gramm Strang kaufen, sondern kannst einfach 50 Gramm nehmen. Das finde ich sehr angenehm bei diesem Garn. Und das ist wirklich auch ein Garn, was unglaublich lang läuft. Also die Sachen daraus sind wirklich leicht. Du brauchst, also ich habe für meinen Pullover keine 400 Gramm insgesamt gebraucht und das finde ich schon mega. Ja, jetzt die Farben, weil die sind auch so schön. Das ist Ocre. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist Französisch. Ich habe niemals Französisch gelernt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schön. Dann haben wir hier Zypress.
Ich finde die schön. Ich finde die mega. Da muss man auch noch was draus stricken. Weiß nicht. Ich finde einfach die so, so schön. Dann geht es weiter mit diesem schönen Rot. Das da heißt Piment. Finde ich auch mal ein ganz anderes und schönes, wirklich leuchtendes Orange, fast ins Orange gehende Rot. Dann hat es einfach so einen Naturton, der heißt Brebes. Dann gibt es Grün. Und zwar so ein dunkles Grün. Fäule. Keine Ahnung. Wie gesagt, mein Französisch ist nicht so richtig gut. Dann, oder gar nicht vorhanden. Dann haben wir Zitronen. Das ist ein richtig schöner Ton. Der knallt, kann ich euch sagen. Der ist, also wer leuchten will, strickt sich was aus Zitronen. Diese Farbe mag ich auch sehr. Ist hier auch beinahe blau, ist Rollen. Und das sind die, die ich hier mehr oder weniger verstrickt habe. Diese Farbe heißt Rosé. Und diese Farbe heißt Azalee. Mag ich ganz, ganz doll. Ja, das sind die Farben von diesem Pullover. Und ich erzähle euch gerade noch mal was von dem schönen Poncho, den ihr ja so mögt. Und den ich, ja, also das ist der Poncho. Und ja, ich könnte ihn auch mal ganz zeigen. Aber hey Leute, so sieht er ganz und gar aus. Ne? Also ja, und wenn man ihn anzieht, dann steckt man halt einfach den Kopf hier durch und der Rest fällt dann so hier rüber. Also ganz normaler Poncho. Und der ist einfach super, super easy peasy und ich mag es auch gerne, wenn der gar keine Musterkante hat, sondern sich so ein bisschen rollt. Ich mag das. Wenn du das nicht magst, strickst du halt eine Musterkante da rein, wenn du dir so ein Poncho stricken möchtest. Und es gibt noch zwei Färbungen davon. Die gehen dann beide ein bisschen ins Grünliche. Habe ich gerade nicht hier. Findest du im Sonröschen Wollshop im Moment noch bei den Neuheiten, wenn du ihn aus dieser wunderbaren, dicken, handgefärbten Merino-Wolle stricken möchtest, aus der dieser Poncho ist, den ich demnächst meiner Tochter zurückgeben kann, weil ich dann einen eigenen haben werde. Und den habe ich angefangen zu stricken. Das zeige ich dir jetzt gerade mal. Da bin ich jetzt so weit. So. Ja. Genau. Also, es wird ein blauer, aber nicht aus dem Garn. Es ist ein anderes Garn. Und zwar habe ich schon länger solche Lust, mir etwas zu stricken aus der Wolle, Seide und Yak. Das ist so ein schönes, glänzendes Garn und das fässt sich einfach mega, mega an. Das ist einfach, ich weiß nicht, kann man gar nicht beschreiben, wie sich das anfasst. Das ist glatt, das ist weich, das ist einfach wirklich total edel. Und ich habe gedacht, daraus jetzt so ein Poncho müsste doch einfach richtig toll sein. Und habe angefangen, mir den zu stricken. Ich habe mir 500 Gramm dafür zur Seite gelegt. Also 500 Gramm davon, von diesem Blau werde ich wahrscheinlich verstricken. Und ja, sobald der fertig ist, kriegt halt meine Tochter ihren Poncho wieder zurück. Und ich habe dann ja einen eigenen. Und ich habe von diesem tollen Garn, von diesem Wolle-Seide-Jack einfach noch ein paar Färbungen gemacht. Weil die letzten, die ich euch hingelegt habe, mit 500 Gramm jeweils, also 500 Gramm sind in einer Färbung zu haben. Die waren sehr schnell ausverkauft und da habe ich gedacht, wunderbar, ich mag das auch so. Ich färbe einfach nochmal eine Runde und die zeige ich euch jetzt gerade mal. Also ich habe für den Poncho 500 Gramm zur Seite gelegt und wenn du die Strickanleitung haben möchtest, schreibst du mir einfach eine Bemerkung mit ins Bemerkungsfeld. Das ist am einfachsten. Genau, das hier ist eine der Farben, die heißt feines Blau. Und das sind alles so Semi-Solid-Farben und es gibt jeweils 5 pro Farbe. Also wenn du alle 5 haben möchtest, geh einfach direkt stöbern. Findest du im Moment auch bei den Neuheiten, glaube ich. Also wenn es nicht so ist, ich gucke gleich nachher nochmal nach, dann schalte ich euch das da nochmal hin. Doch, müsste es so sein. Müsste ich schon gemacht haben. Ich gucke nachher mal nach. Also Wolle, Seide, Jack. Und zwar in der Zusammensetzung hat es 65% Schuhwolle, also Merino-Schuhwolle, super weich. 20% Seide und 15% Yak. Und ich finde einfach auch diesen Seidenanteil, den sieht man total. Schau mal, das glänzt total schön und fässt sich wirklich traumhaft an. Ist wirklich, wirklich ein schönes Garn. Und die Farben sind auch total schön. Und ja, wenn du das daraus stricken möchtest, du kannst natürlich auch alles andere daraus stricken. Aber das war so meine Idee. Feines Blau, genau. Dann haben wir noch, also vielleicht halte ich mal die verschiedenen Blautöne so zusammen, dass du sehen kannst, welches du möchtest. Dieses hier, also der Grundfaden ist grau
Und das changiert auch noch so schön mit dem Grau. Diese Farbe hier heißt Nebelblau, Nebelblau, feines Blau und Nebelhimmelblau. Das sind die verschiedenen Blautöne. So kannst du es wahrscheinlich gut sehen und kannst gucken, welcher für dich ganz schön ist. Huch. Dann geht's weiter in so blauliche Richtung. Das hier heißt Seeungeheuer. Und dieser ist Seegrün. Genau. Dann gibt es noch ein paar, davon sind nicht mehr fünf in diesem Grün. Das ist Wiese und Moos. Aber die sind doch auch toll, oder? Also wenn man die zum Beispiel zusammen mit diesem Blau so sieht. Ne? Also, oh, ich mag es. Ich lieb's, diese ganzen Wasserfarben. Finde ich so schön. Dann gibt es hier dieses wunderbare Stroh und Gold. Auch ganz, ganz wunderbare Farbe. Zwei sich sehr ähnelnde, unterschiedliche Rottöne. Das ist warmes Rot und ruhiges Rot. Warmes Rot und ruhiges Rot. Wirklich nur eine kleine Nuance anders. Und dann haben wir hier Viola. Davon sind fünf da im Moment. Wenn ich das Video aufnehme, in dem Moment sind fünf da. Und dieses ist Lila Vergnügen, davon sind schon keine, also sind ein paar weniger. Ja, also geh einfach mal stöbern. Dieses Garn ist wirklich ein Geschenk, das lohnt sich sehr und würde ich wirklich sehr empfehlen. Dann habt ihr gefragt, ob ich eventuell den Ankersweater fertig gemacht habe. Und ja, habe ich. Ich habe ihn fertig gemacht, ich habe alle Fäden vernäht. Auch der war baden, das war dann sozusagen ein Abwasch mit dem anderen Pullover. Und wenn das jetzt hier fertig aufgenommen ist, dann geht der in ein Paket und nach Marburg. Wir sind da zwar an Ostern, aber ich glaube, es ist irgendwie netter, vorher nochmal ein Paket zu schicken. Habe ich so gedacht. Noch ein bisschen so Kram rein, was man so schickt als Eltern. Schokolade, ein paar Nüsse oder so. Ich weiß nicht, was schickt ihr? Und dann geht der auf die Reise. Und das ist der Ankerswetter komplett. Passt mir nicht. Ist ja auch nicht für mich. Ich finde den mega. Ich hoffe sehr, er gefällt ihr, er passt und sie liebt ihn. Und der ist auch total weich, aber ein bisschen schwerer als die aus der Big Suri Fluff. Also immer noch leicht, aber eben da hat man noch ein bisschen mehr. Ja, so schön. Auch davon habe ich keine vier Stränge gebraucht, plus eben diesen Beilauffaden. Finde ich, also mit vier Strängen bist du da einfach auf der sicheren Seite. Und wenn du den Beilauffaden, also ich zeige es euch mal, ich habe den gestrickt aus der Merino-Wolle. Und die Merino High Twist 400 hat 400 Meter Lauflänge und die geht wunderbar dafür. Und ich habe die in verschiedenen Farben. Die Farbe, die ich hier verstrickt habe, die hier, ist diese Farbe. Und die heißt Gut geerdet. Und ich habe es kombiniert mit so einem Off-White. Und deswegen ist es ein bisschen heller, ein bisschen sanfter in den Farben. Und ich finde wirklich total schön. Genau, das sind diese beiden. Und wie gesagt, mit 400 Gramm kommst du hin. Und das ist die Größe von dem Pullover, ist L, glaube ich. Und das ist eben dieses Off-White dazu. Das kannst du super kombinieren. Wenn dir das zu... Also du kannst es auch ein bisschen bunter haben, sagen wir es mal so. Dann kannst du das Ganze aus dem Happy Day machen. Und dazu das Off-White. Da sind diese ganz knalligen, bunten Pünktchen dann ein bisschen dezenter. Es ist auch wirklich richtig schön. Also das lohnt sich auch, das daraus zu stricken. Oder du nimmst so einen Frühling. So einen zarten Frühling. Auch das geht wunderbar. Vier Stränge Frühling und fünf Knäulchen von diesem Off-White. Vom Lesmo her von Lang ergibt dann eben so ein Kuschelflausch. Ja, du kannst da dieses wunderbare Merino 400, habe ich noch ein paar neue Farben gemacht. Davon sind, also von diesen bunten sind genügend da. Da kannst du einfach in Ruhe gucken und dir so viel aussuchen, wie du möchtest. Wenn du das aus semisoliden Farben stricken möchtest, davon gibt es wieder nur 500 Gramm, also 5 Stränge auf einmal. Und wenn dir da eine Farbe gefällt und du sagst, du möchtest das haben, dann lohnt es sich einfach, das gleich zu machen, um es mal so zu sagen. Und da zeige ich dir auch gerade nochmal die Farben. Es gibt dieses Rot. Das heißt einfach Rot.
Das hier ist tiefes Rot. Diese Farbe heißt Violett. Das ist Wald. Das ist Wiese. Ja, Wald und Wiese. So sieht es zusammen aus. Dann hat es verschiedene Grautöne. Auch ganz schön. Das ist Katze. Das ist Maus. Und dieses heißt Mäusetante. Also wenn du so, kann man auch super cool kombinieren. Also es ist auch ganz, ganz tolles Garn für Tücher und eben für Oberteile. Du musst es auch nicht mit so einem Mohair-Faden stricken. Das ist auch an sich schon schön. Also wenn man das einfach so verstrickt, da geht es auch super. Jetzt irgendwie zur wärmeren Jahreszeit ist das wirklich ein schöner Faden. Der ist glatt und kühl und trägt sich super auf der Haut. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Aber eben auch jetzt zum Frühling hin. Diese Farbe ist Mauve. Das ist Nebelwiese. Und dann gibt es noch diese. Das ist feines Rot. Und das mit dem Mauve zusammen finde ich auch genial. Ja, so viel dazu. Es gibt diese Les Mohair von Lang in ganz, ganz vielen Farben im Sonnröschen-Wolle-Shop, wenn du nicht sicher bist, ob es zusammenpasst. Also es muss nicht genau der gleiche Farbton sein, um schön zu sein. Also es hilft, aber du kannst auch einfach das meliert stricken sozusagen. Und dann kannst du dir einfach überlegen, was möchte ich unterstreichen, wo möchte ich eigentlich hin. Also man kann zum Beispiel so eine Mäusetante wunderbar mit so einem Jeansblau kombinieren. Oder ja, das Grün zusammen verstricken. Also wenn das so ein bisschen andere Farbe ist, ist das wunderbar, sieht total schön aus. Ich habe das ausprobiert. Kannst du mir jetzt einfach mal glauben, weil ich gerade nichts zu zeigen dabei habe. Ja, aber das ist wirklich richtig, richtig schön. Ja, und ich habe noch ein paar Strickanleitungen mitgebracht von Rosy Green Wool, die es im Sonnröschen-Wolle-Shop gibt. Auch da habe ich einen Hinweis von euch bekommen zum neuen Shop. Und ja, das ist wirklich eine gute Idee. Also ich werde einfach bei den Strickanleitungen nochmal so ein paar Links reinpacken, dass du besser zur Wolle kommst. Aber es gibt diese Strickanleitung, wenn du bei Oberteile guckst, ist es so sortiert, dass du immer diesen großen Button hast, wo du halt einfach so ein großes Bild hast, wo die Strickanleitung drauf zu sehen ist. Und du kannst dann einfach draufklicken und dann bekommst du eine schöne Erklärung, was es für ein Woll, also um was es sich geht, was es sich handelt, was du da stricken kannst. Und dann kannst du die Strickanleitung kaufen. Die gibt es dann immer auf so gedrucktem Papier, richtig so ein wertigen gedruckten Papier. Und die entsprechende Wolle dazu aussuchen. Und dann findest du immer die ganze Wolle, alle Farben, alle Möglichkeiten, die eben für diese Strickanleitung gehen. Das hier ist das Tuch Amrum. Das ist super schön, auch gut zu stricken. Das kannst du stricken aus der Chicky Merino. Das ist geschrieben, die Strickanleitung ist geschrieben für die Chicky Merino Joy. Die gibt es in ganz, ganz vielen Farben, also eigentlich in allen Farben im Sonnröschen Wolle Shop. Und ich habe dir noch mitgebracht diese Asara Strickjacke. Die ist auch toll zu stricken und wirklich eine Strickjacke ohne Knöpfe, einfach so zum Überziehen, braucht man sicher. Das sind die beiden. Und auch wenn du nur Strickanleitungen bestellst, im Sonnröschen-Wolle-Shop gibt es nur Strickanleitungen auf Papier. Es gibt keine mehr zum Runterladen. Das ist auch mit dem neuen Shop gerade nicht möglich. Ich werde mal gucken, ob ich für meine eigenen Strickanleitungen nochmal eine Möglichkeit finde, das so anzubieten. Ansonsten könnte ich es dir per Mail schicken, aber es gibt also meine eigenen Strickanleitungen. Diese Strickanleitung von Rosy Green Wool gibt es wirklich nur auf Papier im Sonnröschen-Wolle-Shop. Sonst musst du bei Ravelry gucken, ob sie da gibt. Das kann gut sein. Genau, und diese wunderbaren Strickanleitungen sind zu stricken aus der Chicky Merino Joy. Ich habe so ein paar Farben mitgebracht. Einfach nur so, dass du mal einen kleinen Einblick bekommst. Das ist Flieder und ich mag diese gerne. Dieses ganz, ganz dunkle mag ich sehr. Das ist Melange Maulbeere und das ist Tee. Und ich mag im Moment auch diese Töne. Ich weiß nicht, ob es gerade nach Frühling so, wegen Frühling so ist. Also ja, finde ich total schön. Das ist Oliv. Das ist Sonne. Und das ist Schilf. Ja, Sockenwolle, ihr Lieben. Sockenwolle gibt es jetzt immer Mittwoch.
Und deswegen gab es das kleine Video schon zum Mittwoch, wo ich euch die Sockenwolle gezeigt habe. Einfach nur mal so als kleinen Postkartengruß, habe ich schon gesagt, in euer Mailpostfach und als kleinen Gruß hier auch auf YouTube. Also, wenn dich interessiert, was es zum Mittwoch für neue Sockenwolle gab, dann schau da gern mal rein. Ist nur ein ganz kurzes Video. Vielleicht magst du es ja. Dann schön liken. Das ist total gut für mich und für euch sicher auch. Einfach, weil das die Reichweite von so einem Video erhöht und einfach mehr Leute das angucken können. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und für dich ist es wirklich nur einmal kurz drauf drücken. Wenn es dir gefallen hat, mach das doch gerne. Schreib mir gerne einen Kommentar. Ich lese sie alle. Ich liebe sie. Also wirklich, weil ich einfach dann sehe, was ihr für Ideen habt, was ihr noch für Tipps habt, wie es euch gefallen hat. Einfach mal machen, freue ich mich sehr drüber. Vielleicht einfach auch nur mal, wie es dir gerade geht, was du gerade strickst, was du gerade für ein Getränk dabei hast, wenn du dieses Video guckst. Und ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich werde an diesem Wochenende wieder zu meiner Tochter fahren und wir werden den Garten ein wenig aufräumen in dem Haus in Hilsdorf. So der Plan. Mal gucken, hoffentlich macht uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung. Ich hätte bitte gerne Frühling und Sonnenschein. Da würde ich mich doch wahnsinnig drüber freuen. Und da hat man doch gleich bessere Laune, oder? Wenn es irgendwie ein bisschen frühlingshaft wird. Es ist im Moment so, dass ich weiß nicht, ich habe schon Tulpen. Da sind sie Tulpen mit im Atelier und habe hier, wenn die Sonne so reinscheint, genieße ich das sofort ganz doll. Ja, ich hoffe, dir geht's gut und du hast es auch schön. Du strickst was Tolles. Ich werde diesen Poncho weiter stricken und ich habe noch ein paar Garne zum Ausprobieren fürs Wochenende. Ach, das sind schon wieder viel zu viele Pläne, viel zu wenig Zeit. Ich denke, das geht uns allen so. Ich weiß nicht, vielleicht ist bei dir ja anders, aber bei mir ist es so, ich habe viel zu viele Pläne für viel zu wenig Zeit und habe noch ein paar Garne hier, die ich gerne ausprobieren möchte, um zu gucken, ob sie was sind für den Shop oder ob die nichts sind, aber meistens sind sie dann was. Also sie macht jedenfalls schon mal einen sehr guten Eindruck. Ja, ihr habt gefragt, den Ankersweater mit einem als Kurzarmvariante für den Sommer. Ich schaue mal, welches Garn dafür gut geht. Bin ich im Moment noch nicht zugekommen. Da bin ich noch so mit diesem Online-Shop beschäftigt. Aber ich bin so froh, dass der einfach jetzt so gut funktioniert und einfach da schon mal läuft. Aber es sind natürlich noch so viele Schliffe im Hintergrund zu machen, dass ich da einfach auch noch mal viel Zeit für brauche. Es ist einfach so. Aber gerne schaue ich nochmal nach und guck mal. Bis zur nächsten Woche weiß ich dann vielleicht, was es für einen Tipp gibt für den Ankersweater in Kurzarmen. Ja, wenn du eine Idee hast, schreib sie einfach unter das Video. Ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende, eine ganz, ganz schöne Zeit. Wenn du magst, sehen wir uns am Mittwoch wieder zu einem kurzen Videogruß. Und ansonsten nächste Woche. Geh gerne stöbern im Sonnenröschen-Wolle-Shop, bestell dir was Schönes, hol dir die gute Wolle auf die Nadeln, genieß es einfach. Dieses schöne, schöne Hobby ist mit richtig cooler, schöner Wolle einfach gleich noch ein bisschen schöner, finde ich. Ja, hab's fein und wir sehen uns. Komm gerne auf Instagram vorbei, wollte ich noch sagen, auf Facebook, auf Ravelry, gibt es überall Strickgruppen von Sonnenröschen-Wolle. Und wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal. Hab's fein, deine Christine.